Zone. Hallo allerseits, herzlich willkommen zu Wreckfest auf der Nintendo Switch. Ich habe das Spiel damals schon gebackt, ich glaube 2013 oder so, als es noch Next Car Game hieß. Und los geht's gleich mal mit guten Ladezeiten, würde ich sagen. Sehr cool. Und mit einem Rasenmäherrennen. Und zwar ein Demolition Derby. Destruction Derby. So. Und los geht's. Läuft. Ups. Gar nicht mal schlecht. Eigentlich richtig gut. Das sind. Wie viel. Ups. Oh. Y drücken zum Drücksetzen. 16 Leute. Haha. Zack. Also 16 Leute hier im Rennen. Sehr cool. Die fliegen. Uiuiui. Ah, komm, komm, komm. Ah, schade. Also das läuft richtig gut flüssig. Zack. Demoliert. 200 Punkte. Autsch. Also wir haben schon zwei demoliert. Die fliegen so schön. Oh. Wow. Zack. Wow. Den habe ich richtig gut erwischt. Seitlich gerammt. Demoliert. Hier oben sieht man noch die Zeit. 52 Sekunden haben wir noch. Au. Jo. Wir haben schon 12 zerstört. Schade. 10 Sekunden noch, also 12 Sekunden noch. Schade. Wow, richtig cool. 14 demoliert. Fortsetzen. Wir bekommen gleich mal haufenweise Erfahrung und bekommen neue Teile, die wir einsetzen können oder kaufen können, ich weiß nicht mehr genau. Gut, und ein Fahrzeug haben wir bekommen. Unseren Rasenmäher. Abgeschlossen mit Bonusziel, totale Punktzahl, perfekt. Dann machen wir hier mal ein Demolition Racing, Natural Born Wreckers. Okay, Event starten und man sieht hier, die Ladezeiten sind sehr okay. Ja, würde ich schon sagen. Und die Grafik ist überhaupt kein Problem.
das ist richtig, die ist richtig gut. Es muss, ja, und auch die Physikeffekte scheinen eigentlich großteils vorhanden zu sein. Jetzt bin ich gespannt. Das läuft auch richtig gut bis jetzt. Also schauen wir mal. Das läuft gut. Mean Shaker. Hoppala. Oh ja, Physikeffekte sind wirklich... Ich weiß nicht, ob die Deformierungen am Auto so vorhanden sind, wie sie sein sollten. Oh doch. Oh ja. Genau, schiebe ein wenig an. Ich habe zu wenig Schwung. Also das fährt sich 1A. Grafik überhaupt kein Thema. Super. Läuft flüssig. Physikspielereien sind vorhanden. Wow. Also wie die das hingebracht haben auf der Switch. Hut ab, würde ich sagen. Er ist uns auf den Fersen. Da liegt Zeug rum. Oh, ein wenig zu schnell. Mein Auto sieht auch schon dementsprechend aus, ein wenig. Wunderbar. Beste Runde. Straßenkühler. Okay, nächstes Event. Savolax Sandpit. Kurze Route. Ein Banger Race. Also nach diesem Rennen zeige ich mal kurz die Menüs ein wenig her. Also grafisch gibt es hier überhaupt nichts zu meckern, glaube ich, würde ich sagen. Ah, Event 2 von 4, okay. 1,08 Kilometer die Runde. Wir schummeln uns ein wenig vor. Fahren hier auch ein wenig anders, nicht so aggressiv. Oh, oh, oh. Die Strecke kenne ich nicht so richtig. Also ich muss auch sagen, ich habe es wirklich vor zwei oder drei Jahren das letzte Mal gespielt.
angefangen hat es ja mit einer Tech-Demo, die wo man einfach nur sein Fahrzeug zerstören konnte und auch das Fahrzeug anderer, die hier rumgefahren sind. Das war total beeindruckend, was man da alles machen konnte. Und daraus ist irgendwie dann Wreckfest entstanden. Und ich weiß noch, zu Beginn, da sind die so gut wie perfekt gefahren, da konnte man kaum irgendwas gewinnen. Also ich zumindest nicht, vielleicht ging es anderen anders, aber ich habe zu Beginn kein Land gesehen. Mein erster Platz war so gut wie nie drin. So, wir sind schon in der letzten Runde. Oh, und das war schlecht. Aber geht sich aus, geht sich aus. Jawohl. Ein Überrollkäfig. Und außerdem Level 3, oder? Ja. Wow. Level 3,5. Das nächste Event ist Fire Rock Raceway. Also ich bin ehrlich total beeindruckt, wie die das geschafft haben, dass das so aussieht und so läuft auf der Switch. Hier die Schatten mit den Physikeffekten dazu. Mit 16 Fahrzeugen. Ich glaube am PC sind es bis zu 24 oder so. Aber auch 16 ist trotzdem total beeindruckend und genug, finde ich. Ist auf jeden Fall was los auf der Strecke. Bremsen. Mehr bremsen. Fahrphysik ist auch total in Ordnung. Ist natürlich arcadig, aber trotzdem schön schwerfällig die Fahrzeuge. Haben auch richtig Wumms, wenn man wo reinfährt. Fühlt sich richtig gut an. Und es gibt ja auch wieder zu spät gebremst. Es gibt ja auch viele verschiedene Autos. Vom Rasenmäher bis hin zum Sofa. Zum fahrenden Sofa. Und alles, was dazwischen ist. Und es macht auch richtig Unterschied, ob wir jetzt auf Asphalt oder auf Dreck oder sonst wo fahren. Auf Sand. Das fährt sich wirklich spürbar anders. Und dann, dass man auch die Autos upgraden kann. Bisschen besser jetzt gefahren, glaube ich. Also man merkt es vielleicht, ich bin
Ich bin wirklich begeistert. Auch die Karriere, die ist nämlich schön lang. Und man kann eben die Strecken Sandstone Raceway, okay. Man kann auch die Strecken natürlich öfter fahren und somit Credits sammeln und dann vielleicht das nächste Auto kaufen oder irgendein Upgrade fürs Auto kaufen und kann dann mit dem besseren Auto natürlich schnellere Zeiten fahren. Man kann auch die Autos eben in verschiedene Richtungen upgraden, auf Panzerung, auf Speed, auf Grip, auf, ja. Der Himmel ist auch schön. Okay. Jetzt mal vorsichtig nach vorne fahren. Ups. Zu viel zu vorsichtig. Oh, oh, oh. Vielleicht sollte der mal von der Strecke. So, Runde 2. Mit Full Speed, ob das eine gute Idee ist. Wenn ich die Strecke jetzt nicht so wirklich auswendig kenne. Oh, das war nix. Aber die Gegner sind noch relativ weit hinten. Zumindest nicht sofort auf den Fersen. Kommen sie. Naja. Das macht einfach total Laune. Das Auto fährt sich so schön. Irgendwie trotzdem die Gegner im Nacken. Oh ja. Das ist natürlich toll, in der letzten Runde so einen Fehler zu machen. Und zwar in der vorletzten Kurve. Gerade noch ausgebessert. Puh. Zum Glück. So, Level 4. Somit ist das Event gewonnen, würde ich sagen. 2 Bonusziele. Kann ich mir das irgendwie ansehen? Nö. Ich wollte nur schauen, von den Bonuszielen her, welche das wären. Welche die wären. Okay, also hier, Meisterschaften. Wir haben jetzt 500 von 1200 Punkten. Das heißt noch nicht mal, also da sind noch einige Rennen. Hier, wenn man sich das ansieht, da ist einiges
noch dabei. Und dann gibt es die National Amateurs, Challengers, Pro Internationals und World Masters. Also richtig eine satte Karriere. Dann gibt es noch benutzerdefinierte Events, mehr Spieler, ein Turnier gibt es, DLCs gibt es. Und hier sind meine Wegen. Wir haben einmal, zweimal. Diese beiden Wegen haben wir. Die Lackiererei. Ja, da kann man richtig. Ja, da kann man sich richtig verwirklichen. Wir speichern das einfach mal. Upgrades. Hier gibt es Kategorien: Motor, Luftfilter, Kühlung, Ansaugstutzen, Kraftstoffanlage, Zündung, Auspuff, Abgaskrümmer, Ventile, Nockenwelle und Kolben. Hier sehen wir bei Kraftstoffanlage zum Beispiel. Haben wir hier Sachen freigeschaltet, beziehungsweise das hier haben wir. Hier sieht man, normalerweise haben wir Beschleunigung 3,3 und mit dem haben wir 3,5. Das heißt, es ist durchaus ein bisschen was dazu. Das haben wir jetzt eingebaut. Und auch hier bei der Kühlung haben wir hier etwas, was uns auf 3,6 mit der Beschleunigung bringt. Wir könnten dann auch eben zum Beispiel hier andere Sachen noch einbauen. Wenn ich das allerdings nicht bei den Events gewonnen habe, dann kostet es hier 375, 750 Credits, sage ich mal. Und wir können am Markt, können wir uns Autos kaufen. Killer Bee, Firefly, den Gremlin, Tree Star, Mud Digger, Rammer. Und eben, es gibt Beschleunigung, Höchstgeschwindigkeit, Kurvengeschwindigkeit und Robustheit. Robustheit ist natürlich dann für Demolition Derbys und so weiter sehr gut. Ja, und hier sieht man, es gibt einige Autos. Und Tuning gibt es dann auch noch. Also hier könnte man viel Zeit verbringen, würde ich sagen. Einstellungen. Gameplay. Die Steuerung. Man kann eben auch händisch schalten, wenn man möchte. Da gibt es dann Kupplung, runterschalten, hochschalten. Hier, also was man da alles einstellen kann, das ist richtig toll. Und natürlich die Credits. Weil, also wie gesagt, Hut ab vor dem, was die hier mit diesem Port geleistet haben. Ich will jetzt noch ein Demolition Racing vielleicht, oder was haben wir sonst noch hier? Ja, machen wir ein Demolition Racing noch hier. Dirt Devils. Und da gibt es eben so schöne Strecken, nicht nur normale Rennstrecken, sondern auch Strecken, wo man sich beabsichtigterweise trifft. Also eine 8 zum Beispiel, oder ja, Strecken, wo man an gewisser Stelle einfach aneinander vorbeifährt oder fahren muss. Sehr, sehr cool.
So, unsere Beschleunigung greift schon. Ist ein bisschen unruhiger jetzt beim Gas geben. Das merkt man schon irgendwie, finde ich. Okay, hier ist nur ein Oval. Oval. Da trifft man sich nicht. Ups. Ist schon die letzte Runde. Boah, da kommt einer. Was wollte der? Okay, dritter. Speedway. Okay, also ich würde sagen, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.